Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Phantasia. Beim letzten Mal haben wir uns durch die Lüfte gekämpft, als Daos mit einer fliegenden Armee angegriffen hat. Und wir haben Hilfe bekommen von der Valkyrie. Wir durften uns ihren Pegasus ausleihen, deswegen Crest dann voll krass rumfliegen konnte. Aber leider mussten wir dafür Gungnir abgeben. Nein, unsere super coole Waffe. Und jetzt sollen wir zu Daos Schloss gehen. Ganz kurz, ich habe diesen Part hier quasi schon mal aufgenommen. Genau genommen hat es 3 Anläufe gedauert, weil die Technik mich übelst getrollt hat. Und am Ende hat sie mich so sehr getrollt, dass die ganze Aufnahme kaputt war. Deswegen, der Part, den jetzt kommt, kenne ich schon. Dreifach. Das ist jetzt quasi Versuch Nummer 4. Jetzt sollte es hoffentlich alles irgendwann mal klappen. Und ich sag gleich nochmal, wir müssen jetzt zu Daos Schloss. Und ich habe mir eine Karte davon besorgt, weil das ist echt groß. Und ich hasse Schlösser, wie ihr wisst. Von daher, Schloss Dungeon, nur mit Karte. Wir erwarten große Dinge von euch. Okay, ist bei dir aber doch alles unter Kontrolle, Kumpel? Alles unter Kontrolle. Dann ist ja gut, dann kann ja absolut nichts schief gehen. Auf geht's zu Daos Schloss. Wobei, nein, einkaufen. Wir müssen einkaufen, denn wir haben zu viele Apfelgele verbraucht. Das geht so nicht. Hallöchen. Und ich glaube, wir haben Arts Indignation Zauber gelernt beim letzten Mal. Den habt ihr jetzt auch noch nicht gesehen, deswegen werden wir den ganz krass oft benutzen müssen. Hahaha, den Indignation ist super cool, stark, krass, awesome. Wie in fast jedem Tales of Tile. Ich glaube sogar in jedem. Ich habe nur gerade fast gesagt, da ich habe nicht alle Tales of Tile gespielt oder gesehen habe, deswegen kann ich ja nicht ganz sicher sein, aber wird schon passen. So, ich habe mich übrigens beim letzten Mal hier verlaufen. Und links oben noch einen Ort gefunden, wo so ein Wald war. Und ich habe keine Ahnung, ob das optional ist oder ob wir da später hin müssen. Oder ich habe es dann mal gelassen. Und hier unterwegs habe ich noch irgendwo eine Technik für Crest gefunden. Mal schauen, ob wir da wieder hinkommen. Ich glaube, das war irgendwo hier. Ich glaube, hier oben, oder? Ja, genau, hier. Hallo, gib mir Technik. Hey, bist du ein Schwertkämpfer? Nein, ich bin Magierin. Möchtest du dieses Buch der Geheimtechnik kaufen? Ein Buch der Geheimtechnik? Jemand hat mir das gegeben, aber es gehört zu einer anderen Schule. Ich folge nämlich einer besonderen Lehre. Wie sieht es aus? 50.000 Gold und es gehört dir. Na, das ist ja super billig. Immer her damit. Das ist total teuer. Crest lernt Lightning Tiger Spear. Oh yeah. Leider kann Crest das nicht benutzen. Mein Dank gehört dir, weil wir noch kein Lightspear haben, glaube ich. Oder? Kombination aus Lightning Tiger Blade und Lightspear. Wir haben noch kein Lightspear und ich weiß jetzt nicht, ob wir... Das geht auch noch nicht, wenn wir noch kein Beast haben. Keine Ahnung, ob wir vom Level her hinterher sind, ob die Leute davon ausgehen, sondern im Motto, wir haben jetzt schon Lightspear an dieser Stelle und wir deswegen die Technik bekommen. Oder ob wir die Technik einfach zu früh bekommen. Das kann natürlich auch sein. Was habe ich eigentlich bei Adel ausgerüstet an Fähigkeiten? Habe ich Indignation? Ich habe Indignation, jawohl. Eruption, Cyclone und Ray. Okay. Das passt soweit. So, jetzt muss ich nur den Weg hier rausfinden. Irgendwie würde ich gerne weiter nach rechts oben und nicht so weit nach links. Ich habe das Gefühl, ich renne schon wieder zu dem anderen Ausgang aus Versehen. Wobei, hier geht's hoch. Ja, sieht jetzt wieder gut aus. Hier geht's schön nach oben, okay. Jetzt geht's wieder runter, das ist nicht so gut. Jetzt geht's wieder rechts, okay, dann passt das wieder. Immer schön rechts halten und dann hoch. Wird schon irgendwie passen. Zumindest sind hier jetzt diesmal keine Kämpfe mehr. Aber wir haben es sogar geschafft. Perfekt. So, dann möchte ich hier gerne speichern. Speichern. Hier. Speichern, okay. Daten werden gesichert. System nicht ausschalten und Modul nicht entfernen. Daten wurden gesichert. Okay, und auf. In Daos Schloss. Und dem ich, wie gesagt, eine Karte habe. Die Karte ist aber auch nicht so wunderschön perfekt. Aber zumindest habe ich ungefähr eine Übersicht, wo es lang geht. Und zwar fangen wir erstmal hier an mit einer Kiste. Leuchtfeuer-Cape halten. So. Und jetzt können wir hier rein. Huch. Oh, Feinde. Natürlich Feinde. Roper. Ich weiß es nicht. Huch, nein. Ich wollte Items. Mint. Wo haben wir denn Magus Auge? Hier. Jawohl. Auf die Roper. Schwachpunkt Feuer. Okay, dann mache ich Eruption. Ja, Crest kommt auch schon mit Feuer. Sehr gut. Aua, sie schlagen Crest. Das geht doch nicht. Hört auf, Crest zu schlagen. Wow, oh mein Gott. Er wird total von ihnen gefesselt. Und wow.
Wow. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich rette dich, Chris. Ich befreie dich aus ihren Fesseln. Wow. Los, Maxwell. Flash sie weg. Die sind voll evil. Jawohl. Maxwell mit seinen Murmel-Bowling-Kugeln hat sie voll weggebasht. Awesome. Und wir bekommen Orangengel. Das ist sehr schön. Ich werde Arch auch gleich noch anders ausrüsten, aber erst, wenn wir ein paar Sachen hier gefunden haben, Aquacape erhalten. Nämlich hier. Wenn wir das hier anquatschen, kriegen wir ein mystisches Symbol, das so super duper mega teuer ist und das die Castingzeit verringert. Ich lasse die TP, weil da sie jetzt schneller zaubert, zaubert sie natürlich noch mehr. Deswegen werden wir ihr die KP wegnehmen. Das hat sie leider sehr wenig KP. 2200 nur. Das ist ein bisschen arg wenig, aber das kriegen wir schon hin. So, hier ist ein Spiegel ohne Spiegelbild, schätze ich mal. Und hier haben wir angefangen. Das war die Treppe vom Anfang. Das heißt, wir haben jetzt den linken Teil schon erkundet. Das ging jetzt überraschend schnell. Machen nicht so viele Kämpfe diesmal. Okay, Markus Auge auf den Eisengolem erstmal. Ich glaube, der hat Windschwäche, oder? Jawohl, Windschwäche mache ich schon mal. Cyclone, dann checkt Mint bitte noch den Dullahan. Der hatte, glaube ich, gar keine Schwäche. Ja, der hatte gar keine Schwäche. Und ich glaube, der Druide hatte auch keine Schwäche. Aber wir wollen ihn natürlich trotzdem scannen. Druide. Ja, auch keine Schwäche. Okay. So, mal erstmal Cyclone. Und jetzt werde ich einfach mal Indignation raufbauen, damit ihr es mal gesehen habt. Weil das so super duper mega awesome ist. Ich hoffe, ich habe richtig gedrückt. Ja. Jawohl, Indignation. Seht die Macht von Indignation. Oh yeah. Ich meine, die haben jetzt ja keine Blitzschwäche, deswegen sah es vielleicht nicht so krass aus, wie es eigentlich ist. Aber es macht gut Schaden. Sehr gut Schaden. Maxwell, schaffst du das? Nein, schaffst du nicht. Also echt, Powerhammer. Chris, schaffst du das? Komm schon. Ich will mein TP ein bisschen sparen. Ich habe einen Besen drauf, warte. Besenhieb. Oh, daneben. Oh, klar, warte, ich wollte das machen. Oh. Ach, klar. Ich wollte das doch erledigen. Na, oh, wow. Es lebt sogar noch. Es lebt noch. Er lebt noch. Der Druide lebt noch. Haha, doch dann bekam er meinen Besen an den Kopf. Und dann war es vorbei mit ihm. Yay, Bonus-Erfahrungspunkte. Wie sieht es eigentlich mit den Leveln aus? 32 bis 34. Okay, aber klar, wir haben bald ein Level up. Das ist schön. So, jetzt waren wir hier. Ich glaube, jetzt ging es hier hoch. Genau. Ich habe das letzte Mal, in der letzten Aufnahme, ich glaube sogar in der letzten von den dreien, habe ich von irgendeinem Feind ein richtig krasses Schwert für Chris bekommen. Das hätte ich gerne wieder. Das war nämlich richtig stark. Aber so viele... Oh, das war der falsche. Nein, den Eisengolem kennen wir schon. So viele Random-Kämpfe, wie hier kommen, stehen die Chancen eigentlich gut. Das jetzt wieder bekommen. Das ist super selten. Das kann natürlich auch sein. Ha! So, Adept hat keine Schwäche, wie die meisten der Zauberer hier. Aber das ist kein Problem. Ne, wir kommen hier noch ohne Schwäche platt. Erstmal Cyclone. Und Arch zaubert so schön schnell jetzt mit dem Symbol. Das merkt man richtig. Guckt euch das an. Wie krass schnell sie diese großen Zaubersprüche hier beschwört. Und gleich nochmal. Wow. Wir hatten jetzt dreimal Cyclone und Clav hat immer noch nicht angegriffen. Merkt ihr was? Merkt ihr was? Super stark. Oh, jetzt zaubert er. Was macht er? Sieht nach Eruption aus. Oder so ähnlich. Ja, Feuer zumindest. Aua. Das tat weh, Mann. Warum kriegst du jetzt meinen Besen ins Gesicht? Wart's nur ab. Wart's nur ab. Achtung, Achtung, Achtung. Gleich mache ich Besenhieb. Sylph. Falls du noch lebst. Du lebst noch. Besenhieb. 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 Yay. Ich wünsche, dass wir so wie in späteren Teils ausspielen, dass man für normale Schläge ein TP zurückbekommt. Das wäre echt praktisch. Ja, ja, ja. Ifrit. Okay. Gut, erledigt. So, Erfahrungspunkte, Galt, extra Erfahrungspunkte. Wie viel Galt haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 50.000 ausgegeben vorhin, aber wir haben immer noch 100.000. Krass. So, hier gab es Waffen. Ein Schwert, Mech-Hellebarde und Hellebarde. Aber ich glaube, es war nichts Brauchbares. Items, neu. Hellebarde, Mech-Hellebarde und Schwert. Ja, nee, da war nichts Brauchbares. Ich hoffe echt, ich krieg das coole Schwert für Chris wieder. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Feinde das gedroppt haben. So, war bei diesem Gargoyles auch wieder was? Ich weiß gar nicht mehr.
Roper. Ihr hattet die Feuerschwäche, oder? Ja, ich glaube schon. Ich hau einfach mal Feuer raus. Wird schon passen. Eruption. Ja. Ja. Macht Schaden. Macht gut Schaden. Mint, du könntest eigentlich mal heilen, weißt du das? Wahrscheinlich weiß sie das, sie tut's noch nicht, weil sie denkt, nee, hab grad keine Lust. Ich guck lieber dem Kampfgeschehen zu. Besenhieb. Ahaha. Ich hab grad echt Spaß daran, als Arch zu spielen. Hätte ich viel früher tun sollen. Wobei, anfangs ist es ein bisschen doof, wenn sie nicht so viel TP hat und sowas, aber jetzt geht das echt gut. Level up für Clav, sehr gut. Sollte Mint auch bald ein Level up bekommen. Ja, im nächsten Kampf. Mint, heilen bitte. First Aid. So. Klar, auch noch. Und Crest nochmal. Okay. Und dann soll ich einen Fruchtsaft machen? Nö, geht noch. Nicht nötig. So habt ihr auch irgendwas versteckt? Nee, aber hier war, glaube ich, was versteckt, oder? Hier war generell sehr viel versteckt, wenn man Sachen anlabert. Und die Blumen dort sind der Wahnsinn. Heilkräuter. Salbei und Bohnenkraut erhalten. Sehr schön. Da werden wir dann sofort Macht der Rune drauf anwenden. Denn dann ist das noch viel cooler. Macht der Rune. Auf Salbei und Bohnenkraut. So, ich glaube, es war sogar für KP und TP, oder? KP und TP. Na, ich würde sagen Arch und Arch. Ha, man merkt, mit wem ich gerade gerne spiele. So, hier ist abgeschlossen. Und jetzt geht's hier entlang. Genau, mit dem Schalter geht diese Tür hier auf und wir bekommen... Das ist ein magisches Buch. Arch lernt Firestorm. Oh yeah, das ist noch krasser als Eruption. Braucht auch mehr TP, aber ist dafür krasser. Und wenn es krasser ist, das hätte 10 TP. Wenn es krasser ist, darf es auch mehr TP brauchen. Das hätte 20. Ja, das sind doppelt so viele. Aber wir kriegen das hin. Wir haben jetzt mehr TP. Dann passt das schon so. Das war der Schalter und ich glaube... Charon. Wow. Wow. Das sind ganz schön viele. 5 Stück auf einmal. Ich weiß echt nicht mehr, welche Feinde das Schwert gedroppt haben. Ich hoffe mal, es war nie, weil jetzt haben wir gute Chancen, weil jetzt kommen, weil sie sind ja ganz viele davon, aber irgendwie passt es nicht, dass die ein Schwert droppen. Vielleicht war es der Dullahan. Dullahan Schwert droppen würde eigentlich passen. Cyclone! Trifft es überhaupt? Ja, trifft. Sehr gut. Tja, klar, kommst du noch zum Zaubern? Ich fürchte nicht. Oder? Nein. Wow. Arch haut einfach mal alles weg. Aber so richtig... So richtig krass. Wir könnten eigentlich mal im Monsterbuch gucken. Da müssten wir doch eigentlich das sehen können. Wenn ich es finde. Monsterliste, hier. Tondämon. Ne, den hatten wir schon. Das war vorher. Die Chimäre hatten wir auch vorher. Höhlenwesen, Leichnam. Golem. Ne, wir haben einen anderen Golem hier. Das ist immer so schön, die Feinde hier zu finden, die wir gerade suchen. Schwarzmagier? Nee, wir haben den anderen. Den haben wir jetzt hier, Charon. Der verliert noch irgendwas, aber wir wissen noch nicht was. Wir haben es noch nicht gehabt, okay. Dann ist das Schwert vielleicht doch von ihm. Okay, der Dullahan verliert nichts und... Oh, kein Wind gegen Dullahan einsetzen. Gut zu wissen, der Druide. Der verliert auch irgendwas. Okay, also entweder der Druide... Oh, Magie ist ganz schlecht gegen ihn. Der Druide oder... Was habe ich gesagt? Was war das hier? Charon. Charon oder Druide könnten das Schwert haben... Was gäbe es hier noch für Feinde? Charon oder Druide? Ja. 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 Die gab es hier noch. Die haben Orangengel, okay. Roter Roper. Im Kampf heißen die nur Roper. Vielleicht gibt es später noch welche in anderen Farben. Na gut. So, was hatten wir noch hier? Noch irgendwas? Genau, der Eisengolem. Was ist der Eisengolem? Ich glaube ja, der könnte auch noch irgendwas haben. Okay. Ach, wir hauen einfach drauf. Wir hauen einfach drauf. So, ich glaube, wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir hier wieder hin und hier ist er dazu, genau. Und bis dahin kenne ich das schon alles. Das ging jetzt diesmal viel schneller, da ich alles schon kenne. Jetzt ist die Tür wieder zu. Ist das schlimm? Ich weiß gar nicht. Okay, also ab jetzt ist auch wieder blind für mich und jetzt können wir mal die neue Feuerattacke einsetzen. Ja. Firestorm. Sieht krasser aus als Eruption und macht auch krasser Schaden, wie ihr seht. Wow. Das ging schnell. Orangengel. Okay. Die Roper droppen das Orangengel.
So, ich habe jetzt auch noch kein heiliges Licht benutzt, weil ich, wie gesagt, echt diese Waffe für Crest haben will. Die war nämlich richtig, richtig stark. Richtig, richtig stark. Deswegen möchte ich die richtig, richtig wirklich haben. Mech, Hellebarde erhalten. Wow. Schon wieder. Spiegel. Das hier checken. Hellebarde erhalten. Wow. Ich glaube, wir kriegen ganz gut Geld dadurch, weil wir dann die ganzen Waffen verkaufen können. So, Cyclone gegen den Eisengolem. Das macht dann da auch nichts. Also, das macht eigentlich schon viel Schaden, aber der hat wahrscheinlich einfach unglaublich viel KP. Der hat es immer so krass überlebt. Ja, wie viel TP verbraucht Cyclone eigentlich? 10. Vielleicht kriegen wir später noch einen besseren Windzauber. Wir hatten ja Eruption auch mit 10 TP, dann haben wir jetzt Firestorm bekommen. Vielleicht kriegen wir noch einen besseren Windzauber irgendwann, der noch mehr Schaden macht. Aber wenn es nur 10 verbraucht, ist auch kein Problem, wenn ich es dreimal im Kampf einsetze. Das geht dann noch. So, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's erstmal. Jetzt kommt der Besenschlag. Nein! Kein Eruption. Aua! Au, 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 au. Au, 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 au. Das war nicht nett von dir. Da kriegst du einen Besen an den Kopf. Ha! 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 Los, komm, Chris, wir nehmen ihn in die Zange. Du hast ihn von rechts, ich hau ihn von links. Wow, krasses Teamwork. Yeah! Und Klav macht noch Sylph. Okay. Aha, Besenhieb, Besenhieb. Los, klar, voll mit einem Buch auf dem Kopf. Wunderbar. Wir haben ihn getötet mit einem Besen und einem Buch. Was will man mehr? Mächtige Waffen, sage ich euch. Mächtige Waffen. Da rechts waren wir drin. Hier war jetzt nichts weiter. Dann geht's hier nach oben weiter. So, ich sollte vielleicht mal heilen. Ja, kann nicht schaden. Heilen schadet eigentlich nie. So. Okay. Was haben wir hier? Eine Treppe. Okay. Ich gucke gerade nochmal auf die Karte. Ja, die Items haben wir mitgenommen. Okay, jetzt geht's hier die Treppe lang. Gut. Passt alles. Ich weiß noch, wo wir sind. Das ist echt schön, in einem Schloss zu wissen, wo man ist. Denn das, ja. Wisst ihr ja, klappt nicht immer ganz so gut. Okay. Cyclone. Ja, aha, die halten echt viel aus. Richtig, richtig viel. Ifrit. Ja, macht Schaden. Macht Schaden. Und Cyclone sollte zumindest der Golem weg sein. Jawohl, okay. Dann fliege ich mal nach hinten zum Druiden und hau ihm den Besen an den Kopf, damit er nicht mehr casten kann. Ahaha, du willst casten? Tja, Pech gehabt. Du kannst nicht casten, wenn du Besen abkriegst, was? Ahaha, tja, ja, ja. Es ist richtig cool, dass Art so schnell angreifen kann. Der Druide kommt überhaupt nicht dazu, zurückzuschlagen. Das ist echt gut. Also so gegen einen Feind ist Art echt unbesiegbar quasi. Dö, bitte, 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 okay. Tja, und jetzt hau ich dir, nicht auf den Kopf. Du hast keinen Kopf, du bist ein Dullahan. Ich hau dir auf den Rücken. Ha, ha, ha. Besenhieb, Besenhieb, Besenhieb. Ach, schön. Ich find das schön. Art ist richtig cool. Yay. Okay, bald wieder Level Up. Bald Level Up, bald, bald, bald. Ja, bald schon bald Level Up. Sehr schön. So, hier geht's nach oben. Hier sind Türen. Okay, die sehe ich auf meiner Map gerade nicht wirklich. Oh, Schalter. Hast du eine Erklärung? Dort steht oben, unten, rechts, links, unten, oben. Okay, Moment, ich muss oben, unten, rechts, links, unten, oben. Oben, unten, rechts. Oh. Ich glaube, ich darf nicht zweimal drüber laufen. Oben, unten, rechts, links, unten, oben. Rechts. Links. Oben. Nein. Unten? Oh. Okay, so. So. Okay. Jetzt ist wohl irgendwas passiert. Ich weiß nicht was, aber es sollte eigentlich nicht schaden. Gehen wir mal hier rein. Ach, vielleicht war die Tür vorher zu. Das könnte natürlich gut sein, dass die Tür vorher verschlossen... Ah, die war bestimmt verschlossen. Okay, sind hier wieder Kräuter versteckt? Nein. Spiegel. Ich finde diese Spiegel irgendwie so auffällig, weil die nicht spiegeln. Das ist sehr verwirrend. Ja. Wow. Der spiegelt. Das ist sehr gruselig. Eisenkohle und Adepten. Okay, Cyclone Time. Cyclone. Cyclone. Oh yeah. Und Quest macht Omega Tempest. Cyclone. Cyclone. Oh yeah. Weg mit dem Golem. Er überlebt leider zwei Angriffe. Und nochmal. Jetzt aber. Gut.
Und das ist wieder Besenhieb-Time. Oh nein, er zaubert. Nein. Niemals. Spüre die Rache meines Besens. Autsch. Ne, ich flieg zu dir. Gleich bin ich da. Und dann kriegst du einen Besen ab. Ha. Ha, ha, ha. Critical Hit mit dem Besen. Aua. Lass mich mal richtig zu dir hin. Okay, so. Und jetzt hast du leider keine Chance mehr, Kumpel. Oh, jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt kommt der Luna Laser. Und wenn der Luna Laser kommt, dann ist es leider vorbei für dich, würde ich sagen. Luna Laser. Oh, das scheint ihn nicht auch so sehr zu kümmern. Ha. Ich sag ja, Magier immer mit dem Besen besiegen. Nicht mit Magie. Mm-mm-mm. I won! Yay! Sehr schön. Ist hier was? Nein. Ist hier was? Dort steht, zwei reflektierende Spiegel öffnen die Tür. Welche Tür? Welche Spiegel? Okay. So, ich würde sagen, wir rennen voll in einen Kampf gegen Europa. Okay. Dann kämpfen wir gegen Europa. Firestorm. Und tschüss, Roper. Ja. Gut. Dann kann ich ja mit dem Besen besiegen. Besen. Crash, please. Hör auf, deine Attacken rauszuhauen, wenn du viel zu weit vom Feind wegstehst. Luna Laser. Mal gucken, was die vom Luna Laser halten. Hm, scheinbar gefällt er ihnen nicht so. Mir gefällt er aber. Okay. Erledigt. So, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns diesen Spiegel hier genauer an. Der war nämlich echt gruselig. Und dann kämpfen wir uns weiter durch dieses riesige Schloss. Also dann, ciao, ciao.